Emma hat Bonbons mit. Kommt immer besser rein. Vier 70. Ja, auch heute haben wir ein Geschenk verteilt, spielen den Ball irgendwo mit der Sohle aus der Mitte zurück Richtung Fünfer und Marius nimmt den auf, den er natürlich auch frei schlagen kann. Leider geht der Ball Freistoß am Fünfer und dann auch rein. Die anderen Dinge haben wir eigentlich gut verteidigt, viele Standardsituationen von ETB, die irgendwo für Gefahr gesorgt haben, aber aus dem Spiel heraus eigentlich nichts zugelassen. Ganz im Gegensatz hatten wir, denke ich, mit Rademacher dann die klarste, wo er am Fünfer fast frei zum Schuss kommt. Schön ist, dass die Mannschaft dann einfach weitermacht, sich auch an einen gewissen Matchplan hält, an sich glaubt, den Elfer dann auch irgendwo kriegt, den Bars sicher verwandelt. Da hatten wir auch schon andere Probleme, also von daher haben wir Geschenke verteilt, aber ich denke über 93 Minuten hier die bessere Strategie gehabt, dann auch die bessere Mannschaft gestellt, die klaren 100%igen Chancen gehabt in unserer Situation, wo wir nicht punkten konnten. Letzte Woche wichtig, dass wir ja, einfach auch dreifach auswärts punkten und ja, die Verfolger irgendwo dann jetzt erstmal gucken müssen und wir sehen müssen, dass wir uns im Mittelfeld uns anschließen. Ja, und von daher, wie gesagt, bei den Spielfeldern, die wir hier vorfinden, haben wir dann eine Qualität gefunden, wo wir auch gegen ETB dreifach punkten können. Erstmal vorweg, solche Siege gehören natürlich zu den schönsten Siegen überhaupt in einer Saison. Und gerade nach den turbulenten letzten Wochen freut es mich ungemein für die ganze Mannschaft, dass wir heute ja, im Endeffekt da wirklich die drei Punkte mitnehmen konnten. Und auch nach dem Rückschlag Mitte zweiter Halbzeit, dass wir da den Gegentreffer haben hinnehmen müssen. Nach einer für mich umstrittenen Situation, ich denke, man hätte den indirekten Freistoß nicht unbedingt pfeifen müssen. Aber gut, umso besser, dass wir dann zurückgekommen sind, die Moral gezeigt haben und dann hier als Sieger vom Platz gehen.